Der Falk gemeldet sich zu Skyrim. Ich verstehe gerade diese... Ja, endlich greifst du mal an. Warum machst du denn nichts? Oh, Farkas, ohne Witz. Na, Hauptsache, du lenkst die Aufmerksamkeit auf dich. Er greift nur meine Gegner an, WTF. Lass sie doch mal meine Sorgen sein und du mach mal hier deinen Scheiß. Du kannst ja gar nichts, Mann. Der hier kann eigentlich auch nichts. Der sieht nur dick aus, genauso wie du. Der ist trotzdem so ein Eishirn. Wie wir auf den einpreschen. Ein bisschen asozial, 2 gegen 1. Du hast gerade echt nichts gebacken bekommen, du Idiot. Mann, ich sag gar nichts. Da ist ja eine kleine Urne noch. Nein, du sollst hier nicht... Das hasse ich an diesem Mod, wenn man nur mit Gameplay spielt. Da zoome ich auf den und... Ich wüsste nicht, auf welche andere Taste ich das legen soll, auf welchen anderen Button. Damit das praktisch wäre. Keine Ahnung. Jetzt kickt doch nicht die guten Vasen der Oma rum. Da stecken Erinnerungen drin. Als der Großvater da rein ejakuliert hat, nachdem sie... Okay, egal. Egal. Deine Eltern gezeigt haben. Oh, darunter müssen wir. Heißt, optional gibt es noch gute Sachen. Oh, doch nicht so viel. Doch, ein Gegner. So, und ich kann wieder... Doch, ich konnte diesmal schleichen. Cool. Schon 34. Interessant, interessant. Wir machen mal eine Stufe. Es war dumm, es war dumm. Ich hätte das machen sollen, wenn ich... Egal. So. Vorerst mache ich das, weil ich ja noch ein bisschen hier und da looten möchte. Und man weiß nicht, ob ich dann überlastet sein werde. Vermutlich schon, wie in den meisten Fällen. Komm, Adept ist du jetzt nicht. Ich habe schon Meisterschlösser geknackt, nur mit dem bloßen Blinzeln. Also verarsch mich hier nicht. Danke. Ich werde mal ästhetisch und elitär hier abschneiden mit den Schlösserknacken. Wir sind fast 14, also schon auf dem 13. Level. Fällt mir ja jetzt erst auf. Ist eigentlich ganz stabil. Okay. Nee, die andere Uhr ist nicht empty, oder? Dieses kleine Ding da. Danke, danke. Coole Sachen. Wobei Granatringe und vor allem, wenn sie silbern sind, so mitunter die wertlosesten mit normalen Silberringen. Genau, mach mal was. Tu was für dein Geld. Du bekommst immer eine bessere Gildenbezahlung. Heilige Scheiße. Das war ja dieser Hinterhalt, genau. Jawohl, so macht man das. Ast rein. Da. Und du hast auch noch gute Sachen. Oh, na, obwohl, brauche ich nicht. Aber egal. Nehme ich mit, verkaufen. Ja, egal, den lasse ich da liegen, ist mir jetzt. Oh, wow. Moment. Wann kommt der hier irgendwie hoch? Na, komm schon. Jawohl, 42 Gold. Ast rein. Dann geht's mal weiter. Da ist doch was. Was ist das? Was ist das? Gold. Ja. Das entgeht mir einfach nicht, Freunde. Das entgeht mir nicht. Es kann sein, wo es will. Jetzt gehört ihr mir. Ah, schade. Genau, tötet euch alle gegenseitig. Gar kein Problem. Gar kein Problem für mich. Ich gucke zu und genieße die Show. Jetzt habe ich auch noch, super. Das ist ja super. Ja, aber man kann doch auch so mit erhobenem Schild laufen, oder nicht? Du hast die Alte schon besänftigt und befriedigt, das ist ja gut, Farkas. Da ist man mal ausnahmsweise stolz auf dich. Da hast du zum ersten Mal was zu etwas gebracht, bist nach 2 Sekunden gekommen. Du hast sie tot ge... Okay, egal, wir belassen es dabei. Die wiegen ja nichts, das ist super. Aber weil du sie ja zu Tode, ne, du weißt schon, gemacht hast, kann ich sie ja looten und profitieren. Hey, aufpassen! Ne?
Was auch immer sein sollte. Ah, die habe ich nicht untersucht. Wäre mir fast entgangen, aber auch nur fast. Interessant. So, jetzt kommt doch die ganz große Halle, wo auch viele Traugtote und so kommen, ne? Könnte ein bisschen anstrengend werden mit meinem schlechten Equip. Was war das? Oh! Verdammt! Sterbt endlich! Was? So schnell? Okay, cool. Ich brauche gar nicht mal mehr was zu machen. Cool, cool. Sonst noch was? Open. Der Tod erwartet euch. Oh Mann, ey, der Dungeon ist ja echt relativ groß gewesen. So hatte ich den nicht mal in Erinnerung. Also nicht allzu groß. Na, obwohl. Ich schätze mal noch 2-3 Minuten, wenn ich mich nicht dumm anstelle. Und dann sind wir schon im Gebiet, ne? Ihr wisst schon. In der großen Halle am Ende. Ich rush jetzt einfach mal durch. Na, danke. Jetzt lass mich doch mal schleichen, du Idiot da oben, ey. Ja, es schließt sich sogar. Gleich sind wir versteckt, gleich sind wir versteckt, gleich sind wir versteckt, gleich. Und, na komm. Wo seid ihr? Hab euch. Genau im richtigen Zeitpunkt. Das ist ja mal richtig unfair, Mann. Was geht denn hier ab? Heilige Scheiße, geht hier was ab, Mann. Wie soll man damit klarkommen? Das sind noch viel zu viele. Ich habe hier noch genügend kleine Heilungstränke. Einer ist schon mal weg vom Fenster. Okay. Das war ein bisschen zu viel Damage, was ich hier kassiert habe. Mann. Rückzug. Ich sehe ja nichts. Ja, ich sehe ja echt nichts, Mann. Ist nicht die beste Perspektive. Oh Gott, komm, im Ernst? Ja! Damn it, Alter, damn it! Wie soll ich denn das... Wieso? Ich kann das gar nicht schaffen. Moment. Vor allem nicht mit Gamepad. Ich kann nicht mit Gamepad spielen. Das muss erstmal raus. Ich muss irgendwie aus dieser Situation kommen. Das wird viel zu schwer. Okay, das klappt wieder. So. Ich geh erstmal hier raus. Wo waren sie denn? Also erstmal hier diesen leichten. Ich habe eine Vorwärtsrolle gemacht, verflucht nochmal. Oder habe ich keine. Ja, ich habe keine Stamina mehr. Das ist gerade übelst lame, was ihr macht, aber okay. Ich weiß auch nicht, woher diese 50.000 Leute auf einmal kamen. Gab es hier nicht irgendwo eine Falle? Ich will mal profitieren. Ich wollte von der Falle profitieren. So, der Raum ist schon mal besser als dieser komische Gang. Es ist mir auch nicht jeder gefolgt, hoffe ich mal. Wie viele Attempts werde ich noch brauchen? Ich weiß es nicht. Alter, oh, feg dich einfach, du hässlicher Mongo. Jetzt kommt noch der zweite, das ist klasse, ohne Witz. Ne, ich hab gar nichts mehr. Er hebt seinen scheiß Schild nicht. Ne, ich weiß echt nicht, wie ich aus dieser Situation rauskommen soll. Ich hatte auch echt nicht mehr diese Halle in Erinnerung, wo auf einmal 5 Stück von denen kamen. Ich block doch, ich halte ein Schild oben, aber danke. So, jetzt bin ich einen zumindest losgeworden. Okay, und dann kommt das hier.
Ja, irgendwie nervt mich auch der Bloody Screen viel zu sehr. Ich kann nicht mal zuschlagen, danke. Okay, ein Level up, klasse. Jetzt habe ich ein bisschen Chancen wieder. Minimal. Doch. Die macht immer noch so höllisch viel Schaden, Mann. Das ist, ja, nicht machbar für mich. Auch halt viel Stamina, weil ich diese Dodge-Mod aufrechterhalten muss. Ich bin noch gedodged, Alter. Ja, ich kann viel blocken, Mann. Baut mir mal bitte einen Death-Counter ein. Und zwar nicht nur für diese Episode. Fuck you, ohne Witz. Das hier will ich jetzt 400 Mal sehen, wie sie auch ebenfalls 400 Mal wie ich stirbt. Scheiß Fotze, ey. Warum baut man hier Frauen ein? Ohne Witz. In RPG. Was jetzt mit Farkas? Ich muss wieder runterkommen. Das gibt's doch nicht, Mann. Das ist ja so eine anstrengende Stelle für den Anfang. So eine verdammt anstrengende Stelle. Ich habe jetzt auch alles verbraucht. Ich meine, kann ja meine Estos Flakon wieder auffüllen, aber... Musik, echt. Diesen einen OST, den ihr jetzt hört, den habe ich immer gehasst. Der sich immer so steigert. Und mir die Rübe wegdonnert. Ja, cool. Für 18 Gold öffnet man sich sowas. Nö. Aber du. So, und ich muss jetzt eh Backtracking betreiben, weil ich extra einfach nur geflohen bin, wo es einigermaßen sicher ist. Ich habe ja einiges unterwegs auch vergessen. Ja, es wird auf jeden Fall Zeit, dass ich meine ganzen Sachen verbessern kann. An der Schmiede. Weil das wie jetzt, das war einfach viel zu problematisch. Das war keine Falle, oder? Hoffe ich mal. Wow. So, in diesem Raum habe ich noch gelootet, ne? Nee, Quatsch. Wo hat es denn hier angefangen mit der ganzen Action hier? Weil hier sind ja auch Blutspuren. Ich würde jetzt behaupten, ja, hier hat es angefangen. Na, wenigstens haben die akzeptable Goldsummen. Ja, das hier habe ich gelootet, okay. Mann. Das war jetzt echt so der Tiefpunkt. Den ganzen komischen Skripte. Viel zu viele merkwürdige Skripte, denn mit Gamepad bin ich viel zu schlecht. So, was ist denn hier? Aha, zum Aufschließen heißt Content und Loot. Oder was erwartet mich? Ich kann auch echt nicht genau sagen, wie ich das jetzt drehen soll, weil... Ja, da bricht es. Und hier eben weiter rechts war es noch schlechter, ja. Hä? Aha. Endlich. Für was? Für nichts oder was? Was soll denn hier sein? Frostsalz haben guten Wert. Naja, also, wenn ihr schlecht im Schlossgang wie ich seid, dann erspart euch lieber diese Truhe. Hier haben wir doch vorhin alle kämpfen sehen, ne? Diese ganzen Idioten von eben. Also der Staubmannsgrab hat es echt in sich. Mit einem noch niedrigeren Level sollte man nicht reingehen. Ich muss mich sowieso skillen. Ich weiß auch nicht, wie ich das am besten mache. Am ehesten Schmiedekunst und Alchemie oder Verzauberung. Solche Sachen, damit ich möglichst schnell einige Level abgreifen kann. Okay, die haben aber scheinbar alles besiegt oder die sind bereits in unsere Richtung vorhin gekommen.
Der hebt auch den Schild immer so langsam im Third Person. Das fuckt mich auch ab. Okay, Moment. Da ist nix. Heb dein scheiß Schild. So, den einen hat er geschlagen und der ist dann, ja, weggeflogen. Hat einen Abflug gemacht. Und der dritte. Ja, es hat sich damals so gehört, dass man denen noch eine Summe mitgibt. Weil man behauptet ja, Leben nach dem Tod oder sowas. Oder dass man in Sovngarde ebenfalls... Nee, Quatsch, Hippo glauben die an ihr Sovngarde. So eine Art Himmel oder sowas. Was auch immer dann das Sümmchen so zu bedeuten hat, was den meisten einbalsamierten Opfern hier beigelegt wird. Wo soll ich denn hier lang? Ich verstehe nicht. Der Weg hier? Ist ja die einzige Option. Ja. Nee. The fuck? Ach, hier ist ein Gang. Okay. Man kann nicht alles kennen. Also, in- und auswendig kennen, meine ich. Im Ernst? Jetzt noch sowas? Die sind doch verdammt nochmal verfluchte Scheißdinger hier. Ich kann gerade richtig viel machen, nämlich ziemlich viel nichts. Aber ich beklag mich nicht. Ich mache hier lieber das nächste Mal weiter. Komm, töte wenigstens auch den. Und ja, ich sage danke fürs Einschalten.